Moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu Drawn der Turm. Wir sind letztes Mal hier bei Monsieur, Madame, ich weiß gar nicht, was ist es eigentlich? Hallo, wer bist du? Was bist du eigentlich? Können wir ein Date mit dir haben? Nein. Stehen geblieben. Nun, die Guteste meint, wir sollen unser Gewicht, unseren Wert sozusagen in, ja, auf dieser Waage aufwiegen, in Gold oder was auch immer. Wir sind hier noch nicht besonders weit gekommen, aber wir haben ja auch noch nicht alles gesehen. Guck mal, es geht hier noch weiter. Da haben wir ein schickes, was ist denn das? Blasebalg. Hier müsste aber auch mal wieder sauber gemacht werden, du. Okay, hier haben wir noch eine Schmelze. Die Glut scheint noch warm zu sein. Können wir da den Gartenzwerg reinstecken? Nee, natürlich nicht. Das macht aber nichts, der gehört ja nicht hin. So, was haben wir hier noch? Ein Blasebalg. Lässt sich damit das... Ja! Okay, alles klar. Das Feuer ist wieder in... Was hast du denn hier gemacht? Die gute Nachricht ist, dass man in einem Fall... einen Fehler nur einmal machen kann. Mein Fehler war es, dass ich versucht habe, in der Höhle des Drachen nach Gold zu graben. Viel Glück, du wirst es brauchen. Ja, das ist ja sehr ermutigend. Ein Riss in der Wand. Da ist noch ein Hämmerchen. Den Gürtel können wir nicht mitnehmen. Aber wir haben glücklicherweise eine Spitzhacke, mit der wir mal gucken können. Ein Golden Erz. Okay. Der hat dann noch so eine Kette, aber das lässt sich nicht nehmen. Na gut. Okay, so, aber hier, guck mal, da ist eine Zahlenfolge. Ich bin sicher, oh, das scheint etwas mit der, mit den Dingen zu, ne? Vorne, Glocken, Trommeln, weiß ich nicht, zu tun zu haben. Also die schreibe ich mir gerade auf. 1, 3, 2, 2, 1. Okay, alles klar. Ist notiert. So, es lodert Feuer im Ofen. Können wir das Gold dort einschmelzen? Können wir... Voila. Ein Kessel mit flüssigem Gold. Und damit haben wir einen goldenen Kelch. Ja, was bringt uns das? Kriegen wir jetzt auch einen goldenen Gartenzwerg? Wir kriegen auch einen goldenen Gartenzwerg. Das möchte ich mit der Tomate eigentlich nicht so gern probieren. Ein goldener Apfel. Herrlich. Können wir den Schlüssel auch noch vergolden? Nö. Sieht das Spiel nicht vor. Okay. So. Können wir noch etwas haben? Ich schaue mich nochmal um. Nö, sieht nicht so aus. Okay. Alter Eisenofen. Ja. Gut. So. Was sollten wir nochmal hier machen? Unser Wert befindet sich nicht im Gleichgewicht. Vielleicht helfen dir die... Ah, die vergoldenen Stücke helfen. Na, freust du dich? Das ist mein Wert. Ich bin erstaunt. Trotz der scheinbar unlösbaren Aufgabe, die man dir gestellt hat, gelingt es dir noch immer, Gold zu finden. Hast du es mir gestohlen? Das dachte ich mir. Niemand bestiehlt einen Drachen. Nein, hab ich nicht. Schnell verschwinde von hier. Mit Habgier eines Drachen ist nicht zu spaßen. Du befindest dich in großer Gefahr. Ja, okay. Weg. Feuer und Eis. Ja, was denn? Oh. Die Statue hier ist weg. Da oben kugelt's noch ein bisschen. Und hier haben wir das Stück... Eine Leinwand, genau. Da gehört irgendwas rein. Zahnräder, wofür auch immer. So. Das ist doch garantiert hier. Feind, Freund. Was hat das denn zu bedeuten? Ach nee, das ist nicht dieses Rätsel. Einer sagt die Wahrheit, oder? Das Bild ist kaputt. Dass hier alles immer kaputt ist. Super. Oh, was? Es geht direkt rein. Okay. Das Tor ist aufgrund des Angriffs des Drachen fest verschlossen. Bevor du passieren darfst, musst du beweisen, dass du ein Freund und kein Feind bist.
Sicher, sicher. Wir sind alle Kumpels hier. Gefrorene Statue. Okay. So, auf beiden Seiten des Torens wachen Löwen. Ja. Hallo. Du hast dich bisher weder als Freund noch als Feind bewiesen. Bis ich das nicht sicher weiß, bleibt das Tor geschlossen. Naja, gut. Ah. Okay. Ein Verschieberätsel. Rot. Wie jetzt rot? Ich probiere einfach mal ein bisschen rum, weil Möglichkeiten gibt es ja viele. Ich nehme an, dazu müssen wir erst einen Hinweis finden. Kann das sein? Das kommt mir ganz so vor. So, können wir die Statue schon mal irgendwo einbauen? Nee, das geht nicht. Okay. Boah. Schloss, Schloss, Schloss. Fähnchen, die in unterschiedliche Richtungen gehen. Es sind gigantische Gesichter in die Wände. Guck mal, das hat den... Nee, die sahen beide irgendwie gleich aus, oder? Oder können wir das so... Oh! Ich dachte, man sieht gefrorene Statue. Ach, ist das die Statue von... hier aus der Eingangshalle? Dann müsste es doch hier noch mehr geben. Ja. Weil das kann ja nicht alles sein. Geh mal zurück. Ah ja, okay. So, nee, aber ich bin kein Feind, ich bin ein Freund. So, was ist denn hier? Da scheinen wir doch... Ja. Was müsste ich wohl tun? Da scheinen mir doch Zähne zu fehlen. Oder? Ach, hier. Das ist ja spitze. Okay. Da geht's nach unten. Und hier geht's nach oben. Oh je, das könnte uns eine Weile aufhalten. Nee, das kann nicht stimmen. Das sind die auf... Nee, ganz schlecht. So. Den hier hätte ich gern noch ein Stück runter. Den Stück höher geht natürlich auch. Dich hier hätte ich gern... So. Nein. Ah, ja. Nein. Ach, Mist. Genau so. Jetzt passen die schon aufeinander. Nein. Kriege ich dich noch runter? So kriege ich dich runter. Und so kriege ich dich hoch. Nein. Okay. Was? Nee, jetzt muss ich alles normal machen. Ernsthaft? Okay. Ist das richtig? Runter. Ach ja, das ging so. So, das ist ganz unten. Und jetzt ist es doch der hier, ne? Ach, wahrscheinlich muss ich erst beide... Ach, jetzt leuchtet er. Ich muss wahrscheinlich erst beide hier zusammenbekommen. So, dasselbe Prinzip nehme ich an. Jupp, dasselbe Prinzip. Runter und die gehen...
Nee, die funktionieren ein bisschen anders hier. Das sind die beiden äußeren. Da kommt rein der schon mal runter. Da kommt der runter, okay. Nee. Obwohl, doch eigentlich schon. So. Zwei to go. Und so. Ha. So, und jetzt? Ja. Hat uns das jetzt irgendwas gebracht? So, jetzt sind beide aktiviert. Wie war das noch? Rot. Es ist rot. Hä? Weiß ich auch nicht. Du hast dich bisher wieder als Freund noch als Feind. Wo sind denn die anderen Statuenteile? Wir haben jetzt zwei davon. Kriege ich auch mal. Hier ruht Zwerg. Es war was? Zu kalt, zu hoch der Berg. Klar. So, was haben wir noch? Ich würde gerne. Ich klicke hier einfach mal ein bisschen blöd rum. Ja, ja. Müssen wir hier unterschiedliche Konstellationen ausprobieren? Na, das glaube ich nicht. Oh, halt, das war's schon. Wir werden doch da sicherlich einen Hinweis bekommen. Oh. Grün. Kann ich jetzt gehen? Es ist grün. Was hat das zu bedeuten? Weiß ich nicht. Ich guck mal draußen weiter. Freund, Feind. Wir haben beides gelöst. Tja. Da gibt's was zu sehen. Haben wir hier schon dran gezogen? Nö. Okay. Können wir hier auch nach rechts oder links gehen? Nein. Zurück? Das hilft vermutlich nicht so. Naja, hier sind wir fertig. Das ist schon okay. So. So, Kuschelinchen. Immer noch keine Änderung. Hey, Schnuggelsche. Na, bist du noch stinkig? Du bestiehlst dich. Was? Mich? Nee, wen? Und wagst es, in meine Höhle zurückzukehren? Ja. Der König wird bald hier eintreffen und sich sowohl dir als auch deinem kleinen, malenden Mädchen beschäftigen. Oh, ist okay. Bist nicht mehr so, oder? Ach, komm schon. So, was können wir hier machen? Es lodert ein Feuer im Ofen. Gefrorene Statue. Nö. Okay. Flüssiges Gold. Auch nett. Ich weiß auch nicht. Hier fehlt uns noch der Gong. Den Schlüssel können wir erst dann erreichen. Es brennt, es brennt. Tja. Ja, das können wir ja schon. Aber das scheint noch nicht das Rätsel das Dings, ne? Gewesen zu sein. Da reinkommen, oder?
sicher mehr. Auf beiden Seiten des Tores stehen Waffen. Guck mal, jetzt leuchtet grün. Ich probiere mal noch andere Kombinationen. Irgendwas wird es doch hier geben. Nein. Sind es denn unterschiedliche Kombinationen? Halt. Eben leuchteten beide Augen. Jetzt leuchten die Augen nicht mehr. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was hier zu tun ist. Ich würde ja sagen, das hier. Da leuchten ja auch so schön. Nach außen. Jetzt ist rot. Was heißt das? Ist nur ein Teil richtig oder was? Das ist jetzt hier munteres Raten, ne? Ich habe keine Ahnung. Okay, also sie scheinen ja beide gleich sein zu müssen. Ja. Oh, halt, da war grün. Grün. Ja, ich bin Freund. Jetzt leuchtet grün. Okay. Was haben wir denn noch nicht gemacht? Das war aber doch die Ausgangsposition. Nee. So, grün. Hatten wir das hier schon in der Mitte? Oh, halt. Rot. Toll. Das ist grün. Wenn das hier in der Mitte ist, sind die beiden farbig, aber der oben nicht. Das hier ist grün. Das ist gar nichts. Oh, okay. Das ist rot. Alter, ich weiß es nicht. Was ist hier jetzt? Spitze. Also, ich weiß nicht, es ist hier ein ganz schöner Krampf, glaube ich, ne? Kann das sein? Aber es müssen ja auch immer alle vier. Das ist das Muster. Ich bin mir sicher. Also, beinahe. So, was?
es nicht. Also. Das hier schien doch das vielversprechendste zu sein, oder? Aber das ist... Das ist grün. Grün und links. Wie kriegen wir denn rechts zum Leuchten? Weißt du was? Wir sind nicht Feind. Das hier setzen wir mal zurück. Da steht hier jetzt wieder Rätsel überspringen. Man muss das lösen. Ich bin ziemlich sicher. Okay. Nochmal neu, ne? Klar, gerne. So, jetzt leuchten beide. Nee, der leuchtet nicht. Mist. Nee, die Kombination war es nicht. Das war der Kreis in der Mitte, ne? Ich probiere trotzdem nochmal was anderes. Rot. Das war der Kreis in der Mitte. Halt, vorbei. Ja, ein Freund, sag ich doch. Alles klar. Tritt ein. Yes, 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 yes. I do that. So. Wie schön. Oh. Das sah von draußen irgendwie größer aus. Findest du nicht? So, was haben wir? Ein eisgefrorenes Schild. Hier haben wir noch ein Statue. Ja, super. Ich frag mich zwar, wie das da reingekommen ist. Hier stand etwas auf dem Sockel. Sicher. Ist das die gefrorene Statue? Nö. So, was gibt's denn noch zu entdecken? Schild, wir brauchen Feuer. Oh. Eine kleine Aussparung. Aha. Augen, die sich bewegen. Irgendwas an diesem Fenster scheint seltsam. Hier ist so vieles seltsam. Roter Edelstein, das passt. Okay. Wow. Die Gruben führen tief in den Boden. Es scheint, als ob hier etwas auf dem Sockel stand. Natürlich. Ach, deshalb hat überall Aussparungen. Hier ist... Ach, der Drache und Feuer, oder wie? Okay, kann ich das wieder zurückhaben? Ich würde gerne jemand anderem... Ach, Mist. Nix. Stand was auf dem Sockel? Ach, da ist das letzte Teil. Ah, okay. Das gehört hier hin, ne? Nö. Das Eis muss in einer bestimmten Reihenfolge zusammengesetzt werden. Ja. Okay. So viele Möglichkeiten gibt es da ja nicht, ne? Nö. Ah, hier bauen wir die... Ach, natürlich ist er kommen. So. Und jetzt? Rätsel überspringen. Was für ein Rätsel denn? Da ist was Grünes aufgetaucht. Was für ein Rätsel denn bloß? Eine kleine Aussparung. Oh. Ah, okay, dann ist der 1, 2, 3, 4 ist der gewandert. Ach, war das, ne? Okay. 4, 3, nochmal 3. Das war ja leicht.
Hallo, Greif. Willkommen, Reisender. An diesem Ort werden die Wärme... Was? Diesem Ort wurde die Wärme entzogen und dann weggeschlossen. Besänftige den Drachen mit dem Lied des Feuers. Das will ich gern tun. Hast du denn was für dich, mich, Schätzchen? Ach so. Genau, Schild. Schild. Warte mal, können wir das Schild nicht... wenn wir das eingülden, dann ist doch das gewissermaßen ein Gong, oder? Lass mal gucken. So. Ich bin Freund, weißt du? Grinst mich nicht so an. Okay. Da, 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 da. Ich wage es zurückzukommen, ja. Na, Mutti? So, mal fix nach hier rüber. Und da könnten wir noch was eintauchen. Ja. Na, ist das nicht schön? Und so schön schnell abgekühlt. Herrlich. So. Dann kommt der Gong da ran. So, jetzt hätte ich mit den Reihenfolge notiert. Die stand da links an der Wand, ne? Also, das war... Das ist 1, 3. Ich brauche wahrscheinlich nur Schläge, gell? Natürlich. Ich weiß doch, was das bedeutet. Da steht es doch. Lass mich doch gongen. Ich brauche noch einen Schlägel. Okay, so. Können wir hier noch irgendwas machen? Weiß ich nicht. Hier ein Schlägel. Da hängt ein Schlägel. Okay, na gut. Also, was hatte ich? 1, 3, 2, 2, 1. Das Lied des Greifs. Ich werde dich zu Fass bekommen, sobald der König eintrifft. Oh. Schlaf gut, Schätzchen. Okay. So. Ein Schlüssel. Was haben wir hier? Noch ein Rätsel. Ah, ja. Okay. Einfach nur von oben nach unten. Weg damit. So. Und was ist hier? Feuer. 1, 2, 3. Ein Kreis. Ein Magnet. Und Wasser. Okay, was hat es damit auf sich? Feuer. Ist denn hier Feuer drauf? Nee, kein Feuer. Wasser. Auch irgendwie nicht, ne? Oh, könnte es sein, dass das hier alles, was magnetisch ist? Schwert könnte auch noch magnetisch sein. Ja. Okay, das haben wir. Alles klar. Gut. So, das heißt, dann finden wir das andere auch aus. Wasser. Alles, was Wasser braucht vielleicht. Blumen. Nee, das war's nicht. Karotte braucht ja auch Wasser. Eis ist aus Wasser. Und Wasser ist aus Wasser. Okay, was ist es hier? Was ist das hier denn? Oh. Okay. So. Feuer, Feuer, Feuer. Großes Feuer, kleines Feuer, mittleres Feuer. Die Sonne ist auf jeden Fall Feuer. Das war nicht das Rätsels Lösung. Feuer. Kann es sein, es sind drei unterschiedliche Größen von Feuer? Was ist denn hier? Da ist noch eine Fackel. Ja. Ah.
Was hier haben wir? Hier einen roten Kreis. Alles, was rot ist. Erdbeere, Apfel und ein Herz. Ja. Acht. Hä? Warte mal. Und jetzt? Ist noch nicht fertig. Achso, nee, das ist ja nicht. Achso, acht. Okay. Eins. Drei Blumen. Zwei, eins und sechs. Zwei. Zwei Hasen und drei Menschen. Das sind acht. Alles klar. Gut, das werden wir auch noch einsetzen. Ich habe schon eine Idee, wo das hingehört. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank beim Dabeisein. Ach ja, und schlaf nicht ein, ne? Macht es gut. Auf Wiese gehen. Tschüss.